Karfreitag, guten Morgen. Wir fahren jetzt los. Mal schauen, wohin wir landen. Ach, wir werden sehen. Heute Retro. Mannschaftstisch. Mama, kannst du mir vorlesen? Was? Ja, außerdem kennst du die Karte noch auswendig. Ich wollte es gleich hören. Ich habe noch nie gelesen. Alles das Gleiche, du kannst genau das essen, was du willst. Wieder Chicken Wings. Chicken Wings. Also ich weiß schon. Ich weiß schon. Wir wissen. Was willst du an? Chicken Wings. Chicken Wings, die sind aber scharf. Ja, das ist überhaupt kein Problem. Das ist ganz schlimm bei ihr. 21 Stück nehmen wir gleich für die ganze Familie. Essen wir alle mit. Okay. Jalapeno Burger. Auch scharf, bitte. Essen war sehr lecker auf alle Fälle. Willst du deinen Saft nochmal trinken? Muss ich jetzt mal so sagen. Was anderes alle. Alle. Mutti hat voll die Schlachteplatte gemacht. Eigentlich weicht das. Da willst du noch ein Fleisch. Deliziös. Dani will die Hälfte. Keine mehr? Und dreh dich mal. Oh Mann, ey, wow, du bist echt ein Fotomodell. Wow. Stopp. So, du bist Kamerafrau jetzt. Wir sind jetzt zu Sixties gegangen, aber einen anderen, weil der andere noch umgebaut wird. Und jetzt haben wir gegessen. Und ich glaube, dass wir irgendwas noch machen. Aber das weiß ich nicht. Und das werden wir ja mal sehen. So, und jetzt sind wir im Auto und fahren jetzt irgendwo hin. Ich weiß aber nicht wo. Jetzt sind wir in der Tankstelle. Sie ist noch? Los, bist du? Bin doch glatt das andere Auto gewohnt. Deutsche Auto, rechte Seite. Mhm. Das hat mir eine Arbeitskollege auch schon mal gesagt. Und sonst sind die alle auf der anderen Seite. Peugeot? Okay. Thank you. Danke. Kann jemand mich hier rausholen? Action Jackson. Wow, extreme. Ha, wie ein nasser Sack. Hör auf. Wow. Hör mal, mit dem Kopf mit der Nase zuerst eintunken. Nimm mit, wenn du willst. Ja, klar, sonst ist es. Naja, ich nehme sie jetzt weg. Ach, du nimmst sie jetzt? Ja. Ich nehme sie nicht, ich schmeiß sie weg. Ach so, ja. Ehrlich? Ja. Die sind ja auch schon blind und das nimmt man. Meinst du, die kriegt man nicht mehr sauber? Das wird der Grund sein, warum sie hier stehen. Na gut, nee, dann nicht, dann glaube ich nicht. Deswegen, das sieht dann irgendwann nicht mehr aus, weil heute Morgen war es mehr, ne? Ciao. Jo, da bin ich. Heute ist also Samstag vor Ostern. Der Thorsten hat ein Rad gebracht. Gestern. Oh, natürlich hat er gestern noch geklingelt bei uns. Gestern, wo frei ist, da klingelt er bei uns. Ja. Naja, kann er ja. Wenn wir da sind, machen wir auf. Ist ja kein Problem. Jo, hat er sein Dino gebracht. Zum Verkaufen hat er gestern, das hat er vorgestern gebracht. Und gestern hat er mir die Räder gebracht. Hat mir andere Räder gebracht. Ey, hör auf. Er hat mir ein Rad gebracht zum Verkaufen. Ewig hat es gedauert, bis er das Rad hatte. Ja, ich sollte das für ihn bestellen, weil er wollte das unbedingt haben. Und das ist ja so toll und dies und das und jenes. Dann habe ich es für ihn gekauft.
Und dann war es endlich da und jetzt will er es wieder verkaufen. Ich sehe ja nicht mehr durch bei dem. Dann will er das nächste kaufen wahrscheinlich. Hier, wunderschön. Wunderschöne Dino. Dino kommt back. Echt schöner Zustand. Ich würde es eigentlich jetzt so lassen, tatsächlich, wie es jetzt so ist. Mit diesen Felgen. Er möchte jetzt die Felgen nochmal umbauen. Ich möchte da diese GT-Dinger drin machen. Hey, das gefällt mir ja nicht, ehrlich gesagt. Die würde ich in dem Leben nicht reinbauen. Diesen Laufradsatz ist doch nicht wert hier. Ist doch Schrott. Die würde ich nie reinbauen. Ah ja, soll er machen. Also damit kriegt er nicht den Preis. Mit den anderen Laufrädern kriegt er natürlich nicht den Preis, den er haben will. Er möchte 500 Euro für das haben, für das BMX. Das bekommt er nicht mit den einfachen Laufrädern, denke ich mal. Ich denke, das bekommt er nur mit den GT. Plastikrädern, Kunststofffedern. Ja, wirklich schöne Draht. Also wirklich, also wenn ich jetzt war und so. Das weiß ich nicht, jetzt warte ich auf meine Frau, die ist einkaufen. Und dann machen wir ein Frühstück zusammen. Ganz einfach. Werkzeug ist teuer, gerade im Profibereich ist normalerweise 400 Euro für die Anzahl an Werkzeugen. Da sind glaube ich 20 Teile drin. Ist das so, ja, wenig. Habe ich gekauft, auf alle Fälle, dann hat man auch mal so was, ist nämlich auch schön, dass es in der Kiste ist, im Koffer, ist für unterwegs sozusagen, kannst du auch mal ins Auto schmeißen, wenn du mal irgendwo hinfährst, hast du mal alles dabei. Es hat keinen Sinn, ich muss die Tür einbauen, das ist Fakt. Ich möchte nicht, dass ihr stänkert. Möchte nicht, dass ihr stänkert und vor allem nicht vor Ostern. Seid eine Familie, los. Ja, ich habe mal geguckt, was mein Auto wert ist noch, mein Omega. Und ich glaube, wenn ich den ein bisschen pflege, und ich muss ein bisschen pflegen, ich muss den ein bisschen anschleifen, lackieren an so ein paar Stellen, hat er... Leider der Nummer hoch. Ja, du hast den komplett genau, das ist das, was den wirklich runterzieht. Ey, du hast den so geschrottet, den Wagen. Ey. Der ist unverkäuflich, der ist nichts wert. Ich meine, was soll ich denn da nachgucken? Das habe ich total vergessen. Ich habe total vergessen, dass du da drin warst im Auto. Meine Frau hat im Auto gesessen, seitdem riecht der so schlimm. Hättest du dich im Winter vergessen können? Meine Frau hat im Sommer... Butter! Und? Weil der nicht reicht, dass man im Sommer Butter im Auto vergisst, so pur. Butter, so pur, pur. Noch ein? Sag's! Ein Schimmelkäse im Auto gelassen. Und in so einem Auto, im Sommer, es war ein warmer Sommer, ein heißer Sommer, wären es auch mal 60, 70 Grad. Meine Frau hat den vergessen. Ich habe mich schon gewundert, wo der ist und dachte, ich habe ihn im Laden liegen lassen. Tage später. Warum lachst du da? Das ist dramatisch, tragisch. Das ist die tragische Geschichte meines Automobils. Eines Automobils. Tage später öffnete ich die Tür. Und hab mich gewundert, wo der Geruch herkommt. Vor allem hat man es ja nicht mal gefunden. Das Schlimme war, dass meine Frau offensichtlich beim Auspacken von dem anderen Zeug eine Decke über diese zwei Teile geworfen hat. Nee, sie weint wegen dem Auto. Sie trauert. Sie hätte so gerne in dem Auto gesessen. Man kann nicht schlafen. Nein. Nimm sie mit. Nimm sie doch mit, Herrgott, was ist denn dabei? Ja, ich wollte schnell mal so gehen. Wie schnell mal so? Ich muss immer alle mitschleppen. Nö, mich musst du nicht mitnehmen. Also hier, nimm sie mit. Mann, ey Tommy, du kannst doch auch mal so. Icke? Wieso Icke? Okay, aber dann holst du meine Osterkiste, ja? Bitte, von auch aus dem Keller. Die muss da irgendwo aufsagen. Von auch aus dem Keller. Ja, gehst du mit Mama mit vorhin. Heult er hier nur. Jetzt bin ich im Keller, weil... Na klar, nicht mit den Kindern.
ohne Türen. Mein ohne Türen-Konzept funktioniert nicht. Die brauchen eine Trennung. Das ist sehr schade. Jetzt suche ich die Tür. Tür 22 EG Einraumwohnung. Das ist die von der anderen Bude. Gut, dann hole ich die mal raus da und dann schaue ich mir die erstmal an, wie die aussieht. Oh, hier ist sie übrigens. Boah, gewaltig. Oh, wenn wir noch ein bisschen ausbessern, eigentlich müsste man die erstmal abziehen. Das ist aber richtig Arbeit. Ja, seit Jahren schon keiner mehr gemacht. Na, mal gucken. Bringen wir es erstmal hoch, mal sauber aushängen und runterbringen im Sommer. Neu lackieren, abziehen, neu lackieren. Kann man denn immer noch. Mein Sohn ist da. Hurra, hurra. Vier Geburtstage wieder gehabt. Du hast doch nicht mal Geburtstag. Nee, also die wir gefeiert haben. Und Abschiedsfeiern gehabt. Na, ich geh jetzt erstmal runter. Ich geh jetzt erstmal kurz runter, den Karton wieder wegbringen. So, also, der Akku-Pack stürzt ab. Ich kann jetzt hier nicht mehr filmen mit der Kamera demnächst. Deswegen schnell die Abmoderation. Und dann filme ich mit der anderen Kamera weiter. Gleich ist der Akku alle, gleich stürzt ab. Oh mein Gott. Ich beschwere mich und hole einen neuen. Zeug machen. Wie? Geht der nicht mehr? Muss laden. Komm, lad. Oh. Das lädt. Mein Bügeleisen lädt. Der Teig schon modifiziert für den anderen. Habe ich schon zusammengequetscht. Ein bisschen enger gemacht. Oh, der taugt alles nicht. Wie auch immer, der Akku-Pack ist durch. Ich filme mit dem alten, mit der alten treuen GoPro Hero 2. Das Fahrrad fährt langsam. Seitdem es jetzt zum ersten Mal wieder fährt, fährt es jetzt langsam. Nach dem Winter. Man hört schon mal die Achse hinten. Das Problem ist, da kann ich gar nicht machen. Ein bisschen aufpumpen kann ich hier nicht, weil es natürlich auch keine Luft drauf. Daran liegt es ja auch. Stimmt's, Leon? Ja. Aus Erfahrung, wissen wir? Wenig Luft, schwer zu treten. Mehr Rollwiderstand. Drüben, Dino! Jetzt hat das und jetzt will das nicht mehr. Ja? Das ist total bescheuert, wa? So ein geiler Draht, ja, und der will es nicht. Versteht auch nicht, aber das ist draußen. Geometrie so, also diese Form einfach so. Was, du magst du nicht? Nee. Das rollt sich natürlich nicht so fein. Das ist das Erste, was man macht, bevor man aus dem Winter wiederkommt, Räder aufpumpen. Oder? Räder aufpumpen, Licht checken, Bremse checken. Naja, beim Mountainbike ist ja keine dran, aber ich meine Räder aufpumpen trotzdem. Also ja, hier bei dem Fall natürlich, hast du natürlich vollkommen recht, Bremse schick. Das ist jetzt ja nicht aufhören, aber ich sollte ja nicht checken, bloß das fährt sich so schwer. Ne? Das ist das Erste, Luft, liebe Leute. Und hier ist Lagerspiel, das muss ich auch nochmal schnell rausmachen. Wir drehen auf, also zu. Achso, nee, Quatsch, erstmal drehen wir zu, also auf. Dann drehen wir auf, also zu. Dann prüfen wir, wackelt nicht mehr und dann drehen wir zu, nee, auf, also zu. Was? What? Was macht denn der Tommy da? Ja, weil nämlich die Gewinde verkehrt rum. Deswegen. Weil rechts, nee, links Gewinde. Wenn. Rechts, links, Gewinde.
Narbe hinten. Die Narbe hinten hört sich nicht mehr schick an. Was machen wir da? Zugucken. Das kannst du eigentlich nicht mehr machen. Was willst du noch machen? Das ist nicht. Sich leicht verzogen. Normalerweise zerlegen. Entfetten, neufetten. Entfetten und neufetten, richtig. Und schmieren. Manche Sachen müssen nur ein bisschen schmieren, ein bisschen Öl. Öl und manche Sachen brauchen Fett. In so einem Ding. Nicht alles. Nicht einfach alles volljauchen mit irgendwelchen Paste oder so. Das ist, am Ende bewegt sich das alles nicht. Vielleicht auch gar nicht mehr, weil es zu kalt geworden ist und dann zu hart. Genau, also Leichtlauf. Leichtlauf-Scheiße könnt ihr immer mal reinsprühen, um mal zu testen, ob das dann ein bisschen besser wird. Aber einfach so dicke Paste rinschmieren überall ist keine gute Idee. Also voll ab mit einer Fettpresse voll reinhalten, das ist schlecht. Dann passiert nämlich gar nicht mehr. Hier sind wir. Ja, was hast du? Was brauchst du? Was willst du? Bringst du Geld vorbei? Nett? Ja, klar. Nett von dir? Ja. Absurdum. Toll. Dann mal los. Die will ich absägen, genau, der Schaft muss weg. Hast du so eine Metallsäge, wo man das machen kann? Für HSS nicht, nee. Da. Das Holzbohrer. Ich weiß nicht, was für Material die haben. Flex? Von mir aus, ob da der Schaft ist ab. Schön Flex grad. Könnte es schaffen. Flex machst du. Machst du das? Soll ich? Da machst du? Soll ich? Kann ich? Da kannst du. Na, also du kannst, du darfst. Kann ich? Da? Stahl. Wozu? Spezial. Stahl, Spezial? Ja, Spezial, Stahl? Da darfst du ruhig verraten. Bleibt ja, alle nicht unter uns, weil wir haben ja alle. Ja, das ist ganz einfach. Ich habe so einen Wasserfilter. Schönen Wasserfilter. Du kannst ja so Wasser. Gibt ja so Wasser. Ionisieren. Nee, nicht ionisieren. Einfach durch so. Gibt so. Na, so Wirbelteile. Ja. Und die kosten Schweinegeld, ne? Ja. Das ist auch genau. Erfüllt genau den Zweck. Ins Rohr rein. Und dann wird das Verwirr halt schon getestet. Aber der schafft es halt ein bisschen überflüssig. Ja, okay. Und wenn wir jetzt Ablaufrohr rein, dann wunderbar. Jetzt kann ich 120 Euro zahlen für irgendeinen Schnicki. Also, der Effekt ist genau ja. Wird die da aufschlagen? Das ist unter. Da drehst du durch. Mit der Säge hättest du ganz schön gearbeitet. Naja, das ist doch hart. Das ist ja kein Holzstahl. Kannst du dir mal angucken, was daran nicht stimmt. Vorne. An der Gabel. Was haben wir denn an der Gabel falsch gemacht? Das ist ja fast schon eine Lehrlingsprüfung. Irgendwie falsch zusammengebaut. Ja, extrem, oder? Weil das hier gehört bestimmt auch hier so hin, oder? Das gehört nach. Ja, richtig, aber das ist ja auch sinnlos. Aber ja. Um zu kürzen, können wir den natürlich damit einbauen. Hab ich noch nie gesehen. Ja, also so, eher noch nicht zusammenbauen, hab ich noch nie gesehen. Also ich baue ab. Also, achso, hier. Das kannst du mal vielleicht festhalten. Das hier. Oh mein Gott. Guck mal, der Lagersitz völlig eingeballert. Das kommt da rein. Denn der Ruf. Denn das. Ja, wunderbar. So viel Fett hat die Welt noch nie gesehen. Und hier unten mal Motorfett. Weil da ist nämlich nichts drin. Also normalerweise. Und da wo man selten rangeht, macht man gleich was drin. Genau. Dann ist das nächste Mal offen. Nächstes Mal, wenn wieder ein Fischer dran ist, ist es wieder offen. Indem man erstmal alles sauber macht. Ohne Fett läuft es natürlich viel besser. Ja, klar, ist ja schön trocken. Das kennt ihr ja von den Kugellagern. Und wenn ihr euch selber Spinner bauen wollt oder so, müsst ihr erstmal die Kugellager auswaschen. Fett rausmachen, weil ansonsten laufen die ja gar nicht. Das soll ein gutes Kugellager sein, läuft ja gar nicht. Hier, das ist ein gutes Kugellager, hört man schon. Hört sich schon so an. Ja, man muss, nicht, man also muss nicht, die Qualität hören. Also, natürlich nicht. Ne? Also, ich versetze hier nach. Oh, was, Fett, ohne Fett läuft besser. Ja, aber nur kurzfristig, ein bisschen ausdünnen.
Denn was ist Fett? Nicht nur ein Schmierstoff, sondern auch ein Kühlstoff. Ja, genau. Er leitet die Wärme ab. Ab. Hier dran. Hast du aber gut gelernt. Hast du was gelernt innerhalb von wie vielen Jahren? Knapp 3. Ach du Scheiße, so lange hast du gebraucht, um was über Fett zu lernen? Du wirst doch in die Schweineschlacht jagen. Das war wohl ein Head-to-Head. Das war ein sogenannter Headset. Zwei macht Headset natürlich, wisst ihr ja. Eins ist kein Set. Mm. Nichts passiert. Was ist ja Gott sei Dank nicht mehr in der Fahrt passiert. Wer macht denn so was? Wer schraubt denn das zusammen, was denn mit dem Rad passiert, ey? Wie vor allem? Ich meine, das ist ja fast zugedrückt. Na der. Der hoch, wa? Dezent. So war's. Aber ist fest. Na, außer in dem Moment, wenn man es braucht. In dem Moment, wenn man es braucht, ist es dann auf einmal lose. Auf alle Fälle habe ich den Auftrag erledigt jetzt. Und jetzt kann ich nach Hause gehen wieder. Was haben wir gemacht? Schaltzug, Schaltwerk, zentriert, Gabel zerlegt, vorne ausgebaut, Steuersatz wieder gerichtet. Jetzt sieht das vernünftig aus, ja, so muss das. Und das gehört da oben hin. Also da hat mal jemand dran rumgefummelt, der sich nicht damit auskannte. Oder der wird es einfach zerlegt haben irgendwie. Und dann, oh, wie geht denn das jetzt zusammen? So, ne? Stand da. Bremsbelag und Bremszug Hinterrad. Ist neu. Ja. Hallo. Hallo. So. Und die mir empfohlen wurden, Abus Stufe 6 für 30 Euro, meinst du nicht? Das ist es. Das ist es. Ach so. Das ist 30 Euro. Ach geil. Das ist 30 Euro Verkaufspreis, Schloss mit von dem Originalzylinder. Oh, ich kann ja auch mal den Originalzylinder zeigen. Mal gucken, wie er. Darf man. Das haben sie dir empfohlen? Naja, wahrscheinlich prozentual vom Geld her. Ja, wahrscheinlich. Ne, weil das musst du ja auch mal berechnen. Die Leute berechnen immer nicht, dass du ja das Rad auch behalten willst. Ja, sondern die berechnen klar. Immer nur, ja, 10% muss es kosten. Aber 10% sind ja in deinem Fall 7 Euro. Das wäre halt ein bisschen doof. Ja. 7 Euro für ein Schloss auszuheben, das wäre ja wie selbststellen. Das wäre, als würdest du das freiwillig. Wo ist mein Sohn? Der wollte mir kurz einen Rucksack holen. Hat er wohl vergessen. Oder nicht gefunden. Schauen wir mal, wo er bleibt. Klingel mal. Da mich ja unten vergessen. Er hat ja einen Schlüssel. Hast du mich da unten vergessen oder was? Nee. Ich hab ja keinen Schlüssel. Also Klingel. Ja, hab ich ja. Denn auch jetzt. Ja. Und muss dann noch meine Jacke. Eben, genau. Deswegen warte ich da unten. Ja. Ja, noch kurz gequatscht. Das ist ja schön. Könnt ihr das nicht machen, wenn wir alle da sind? Ja, weiß ich ja nicht, dass du unten wartest. Oh, quatschen, ey, was soll denn das? Was sollst du tun da unten? Ja, Nase bohren. Das ist auch wichtig. Ja, muss auch mal gemacht werden. Sieht so schön aus, unser Strauß. Die Ecke war auch überhaupt so. Was sagst du, Leon? Ja. Ein schönes Arrangement. Ja, kurz bevor du gekommen bist. Mhm. Nur für dich, Leon. Mhm. Ah. Siehst du? Sweet. Hier. Die funktioniert einwandfrei. Die lädt, macht, tut. Nimmt auf. Aber? Nix aber. Nix aber. Das ist ja nix aber. Wie funktioniert? Einmal bezahlt bei Saturnikhof. 1900? Nee, stimmt natürlich nicht. Aber man schmeckt ja in den alten Erinnerungen. 2000. Hier. Das ist lose. Kleinigkeiten muss ich auch mal machen. Mach ich jetzt.
Jetzt wieder festschrauben. Dann doch nochmal einen kleinen Schrauben holen. Das ist ja hier Maschinengewinde. Also Maschinenschraube. Für die Abdeckung. So, Feierabend. Was für ein Tag. Jetzt räumen wir hier noch alle zusammen. Heute kamen zwei Leute. Also nichts los eigentlich. Und jetzt räumen wir hier noch ein bisschen auf, ein bisschen zusammen. Und dann ist Ostern. Also, viel Spaß beim Eiersuchen oder Verstecken, je nachdem, auf welcher Seite ihr steht. Seid ihr die Beschenkten oder seid ihr die Schenker? Und ja, dann sehen wir uns auf alle Fälle nach Ostern. Sehen wir uns auf alle Fälle nach Ostern wieder. Und hoffentlich mit einem anderen Ton wieder und mit einer anderen Kamera oder so. Mal sehen. Schau ich mal, wie ich das regel. Ja? Also, bis dann. Macht's gut. Ciao.